Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Ja, der Ball wird reingechippt von Matt Moore und alle springen unter und drunter durch. Und ja, ich bin eben der Letzte in der Reihe. Lauf zum Tor hin, der Fuß wahrscheinlich krumm eingestellt und dann geht das Ding eben ins eigene Tor. Ja, sicherlich ist es bitter, wenn man so früh in Rückstand gerät, aber das ist ja normal im Fußball. Wir haben dann versucht gegenzuhalten. Ja, das war, wir mussten dann ja im Prinzip höheres Risiko gehen, das hat man glaube ich auch gemerkt. Aber ja, ob es ein Elfmeter war oder nicht, ist völlig egal. Wir haben einen Mann verloren, was viel wichtiger ist. Ich glaube, man muss in der Situation keine rote Karte geben. Ob es ein Elfmeter war, das möchte ich jetzt nicht irgendwie kommentieren, aber ich glaube, dass es bitter ist, wenn wir einen Mann verlieren. Vor allem, weil wir jetzt zwei ersetzen müssen. Und ja, ich glaube, dass wir echt bis zur letzten Minute versucht haben. Das ist dann schwer, mit 10 Mann gegen Lautern anzurennen und versuchen, einen Nadelstich zu setzen. Das ist natürlich total schwer. Und in der Höhe, glaube ich, am Ende war es einfach bitter für uns, weil das spiegelt nicht das wider, was wir versucht haben. Und das ist schade. Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch. Das Spiel ist vorbei. Wir haben nächste Woche alles oder nichts. Das wissen wir. Und dementsprechend werden wir das morgen anpacken. Diese 4-0 tut weh, aber wir müssen jetzt die Mutter putzen und alles geben für das nächste Spiel. Das ist ein Endspiel. Wir wissen, worum das geht. Und wir müssen jetzt 100% geben, alles machen für unser Ziel zu erreichen, ne? Das ist ganz klar. Wir haben ein Heimspiel, wir haben 30.000 Zuschauer. Ich denke, am Rahmenbedingungen wird es nicht liegen. Wir müssen unsere Leistung abrufen und ja, das klingt auch wieder wie eine Floskel, aber es ist die letzte Chance für uns, das wissen wir. Und wir müssen einfach, und das ist, glaube ich, ja, jetzt momentan die Situation, die wir vorfinden, und die müssen wir lösen. Um ehrlich zu sein, will ich dir das Spiel gar nicht zusammenfassen. Was ich dir und auch allen anderen sagen will, wir haben jetzt nächste Woche die Chance, aus eigener Kraft die Relegation zu erreichen. Und um ehrlich zu sein, ist das Einzige, was mich in diesem Moment interessiert. Weil, nochmal, die Situation hätte jetzt auch hergeben müssen, dass wir unbedingt gewinnen müssen. Und wir haben es in eigener Hand, sind von niemandem abhängig. Und das ist im Moment das Einzige, was für mich wichtig ist.